Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to War 2 mit den allmächtigen, was sind wir? Makedonien. Ich wollte gerade schon sagen Karthago, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, Alexanders Erbe ist, doppelt so groß wie sein Vorgänger, sage ich mal. Also, ja, doppelt so groß ist gelogen, aber ein gutes Stück weiter. Und genau, mit dem Süden würde ich sagen, machen wir nicht viel. Vielleicht bekommen wir die zum Satrapie oder bei uns sind das Klientel-Königtümer. Genau, mit den Norden werden wir auch fertig. Genau, die 10.000 sind auch wieder ready for takeoff. Und schlagen sich wieder hoch in den Norden. Vorbei an dem heftigen Schlachtfeld da oben. Du hast auch einiges verloren, kann das sein? Das kann sein. Ja, ganz nur Hopliten hier machen. Kannst nur Hopliten machen. Weil ich, mach mal nochmal die Karte. Und dann könnt ihr mal überlegen, was die beste Strategie wäre. Ich schenke mir mal kurz ein. Pinkel, pinkel, pinkel. Wasser, Wasser, Wasser. Spritzi. So. Gut. Wen soll ich als nächstes kicken? Also ich würde sagen, dass wir hier oben haben wir drei Armeen. Und das ist eigentlich schon ganz gut. Hier haben wir eine. Hatten wir da nicht? Nee. Nee, das war Sparta. Genau, Sparta war genauso aufgeteilt. Nur dass hier die Etrusker, glaube ich, sind und nicht die Arvener. Die Arvener sind bei Sparta schon eigentlich weg. Oder haben nur noch ein kleines Dorf hier oben. Massilia geht es auch nicht mehr so gut. Die haben sich ziemlich mit Kanuten gekloppt. Die haben hier eine schöne Schneise reingeschnitten. Naja, aber Massilia hat einige Armeen zu mir geschickt und nicht zu denen da oben. Ich schau mal gerade, was die Hauptziele sind. Ich war schon richtig. Die Hauptziele, genau. Italien und Ägypten. Da bin ich ja mehr oder weniger gleich davor. Wirtschaftlicher Sieg. Arabia und Sardinia. Okay. Okay, Einkommen von mindestens 90.000, ja, okay. Oder kulturell Pannonien habe ich fast. Da fehlen nur die zwei und Libyen. Ja. Gut, also wirtschaftliche und der kulturelle Sieg ist noch weiter entfernt als der militärische. Aber ja, genau, Massilia hat hier zwei Fullstack-Armeen und ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Warte mal, ich will mal. Nein, das war das Falsche. Entschuldigung, Diplomatie. Arvena Massilia. Reuki. Hä? Okay. Die sind sogar mit denen ganz, ganz chillig drauf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben die. Haben die mit. Nee. Die sind alle
Kumpels mit denen. Krass. Okay. Dann wurden die anscheinend nicht vom Norden angegriffen. Dann ist es ja ganz, ganz cool. Dann kann Massilia sich komplett auf mich konzentrieren. Weil die anderen sind ja für ihn grün. Also die anderen mögen den ja. Die da sind neutral. Aber die mögen ihn. Die da auch. Okay, alles klar. Gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann wissen wir, dass er nicht von hinten aufgefordert wird. Was machen wir mit dir? 6 Runden brauchst du, um dich zu regenerieren. Er sagt, wir haben so viele Verluste. Ernsthaft? Nee. Wir haben weniger Verluste. Wir spielen einfach sauer defensiv und hauen ihn mit der ganzen Fernkampf-Infanterie auf die Mütze. Natürlich Nebel brauchen wir dann nicht. Regen brauchen wir auch nicht. Trocken brauchen wir. Gut, also dann freies Feld für unsere Kavallerie. Dam, dam, dam. Aha, ich greife hier an, genau. Dann machen wir hier eine breite Schneise. Na cool, der hat ja schon Gruppen. Kommt der zu mir? Er kommt sogar zu mir. Normalerweise war das immer so, wenn man selbst der Angreifer ist, dann bunkert sich der Gegner ein. Und genau. Man ist dann der Aggressor. Ah, ist in diesem Fall jetzt auch so. Gut. Der hat hier seine Linke ziemlich geschützt. Was gut ist. Beziehungsweise, also was für ihn klug ist. Strategisch. So, dann. Mach ich mal hier. Hier. Und da. Und hier. Und die sind da hinten, damit er denkt, wir sind ganz schön brav und greifen auf jeden Fall nicht seine rechte Flanke an, seine linke Flanke. Nein, 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 das tun wir auf keinen Fall. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, dann Feuer frei, Jungs. Die Kavallerie geht mal weg. Und wir fokussieren uns mal auf die Altgeschworenen. Unser General wird angegriffen. So, das ist mal gut. Die werden hier rumgehen. Autsch. Das hat wehgetan. General! Bereit zum Einsatz! So, schön in die Flanke rein. Okay, davon brauchen wir nur 2. Der geht mal weiter in den Rücken. Und der Charge. Oh. Gut. Die Makedonier sind
das war's jetzt schon. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wörter! Hey! Doppelte Geschwindigkeit! Kavallerie! Doppelte Geschwindigkeit! Die Feisenreiterei! Gefährliche Kavallerie! So, die Bogenschützen holen sich mal den General. Ja, hier gibt es eigentlich nichts mehr zu holen. Kudos! So. Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut ist was anderes, aber. Alter, was ist hier denn los? Hier denn noch so viel. Leinenpanzer pikiniere! Krieger Makedoniens! Zeigte! Königliche Leinenpanzer Schwertkämpfer! Die Krieger macht euren Befehl! Gut, noch ein bisschen fortfahren. Bereit zum Einsatz. Da ist der General, da ist der General. Der feindliche General ist... Gut. Super, dann... Ja, Verluste... fast 300. Ja, gut war es nicht. Aber ja, passt schon. Die Pikeneinheit hat ziemlich viel verloren. Klar, die waren ja von Anfang an nicht ganz so rosig, sondern eher so gelblich. ja. Gut, dann Derse da. Macht eine Militärausbildung. Der ist böse. Der ist fertig, der ist fertig. Der ist auch fertig. Strategen haben wir ja ziemlich viele, ne? Forschungsrate. Können wir ruhig machen. Das wird dann lustig. 5 Runden habe ich Zeit. Das wird ausreichen. Mit der könnten wir hier die da angreifen. Und dann von da nächste Runde nach Süden zurück. Also hier rein grätschen. Die linke Faust der alexandrischen Streitmacht. Ja, jetzt bräuchten wir nur noch die rechte Faust. Alter, ich habe hier da schon Rüstungsstufe 3 und Waffenstufe 3. Uiuiui. Das ist ein Held. Alter, die sind halt jetzt volle Kanne aufgepimpt. Die können ja hier hingehen. Dann hat er vielleicht ein bisschen Angst. So, auch voll gepimpt. Die bekommt noch das da. Geheime Aktion, ja. Der bekommt das da. Nein. Oh Gott. Ich will die verbessern, nicht auflösen. Und geht dann hier hin. So, kann sie auch mal verbessern. So. Rache Alexanders könnte jetzt Rom einnehmen, aber das, genau, hier, Militärausbildung. Ah, das,
ist gerade noch nicht drinnen. Alexander Stolz bekommt auch Updates. Ah, okay, die rechte Faust ist unten. Schade. Weil es wäre lustig gewesen, dann die rechte und linke quasi aufeinandertreffen zu lassen. Und dann dazwischen gibt es einfach nur Moose. Naja. Ernsthaft? Der sagt, sein General schafft die... Ach komm. Als ob der das schaffen wird. Klar, die Pikiniere sind Noobs, aber es sind immer noch Pikiniere. Also, Entschuldigung. General! Wenn der das schafft, vor allen Dingen... wenn ich hier auf dem Hügel drauf stehe, also das kann der gar nicht schaffen. Die Pikiniere erwarten eure Befehle. Sei denn, zu Befehl. Die einzige Möglichkeit ist, wie er es schaffen könnte, ist, wenn er irgendjemand in den Rücken fallen kann. Aber da ich, also 1 gegen 1 kann er es schaffen. Weil 1 gegen 1 kann das schaffen. Aber 1 gegen 2 nicht. Ja, hier schreit auch nicht so. Also der hatte vielleicht auch Speere, Wurfspeere. Also, er hat auf jeden Fall sehr viel mehr Moral als ich. Weil, naja, das sind halt ziemlich schlechte Pikiniere-Einheiten. Und er hat einen Schildfall. Aber... ja, okay, damit hat er sich gerade ins eigene Fleisch geschnitten. Jetzt mache ich halt einfach die Klappe zu. Und dann ist er tot. Er macht die schon gut kaputt. Das stimmt. Also... er hatte 112 nur noch und also er macht mehr kaputt als er verliert. Na los. Alter, von zwei Seiten geht es halt noch. Wendet sich zu unserem Gunsten. Der feindliche General ist tot. Ja, wow. Ja. Da hätte sich der Computer sehr dumm anstellen müssen, um das zu verlieren. Ich meine, der hat 18 getötet. Und hätte ich die eine, also hätte ich die allein gelassen, dann hätte er vielleicht gewonnen. Weil dann wäre wahrscheinlich am Schluss irgendwie so 4 gegen 3 gewesen oder 2. Also er hat ja immer mehr getötet, als ich hatte.
Als ich gekillt habe. Volk mag keinen Luxus. Deren Angebot. Nee. Genau, er hat immer ein oder zwei mehr getötet als ich in derselben Zeit. Und am Schluss wäre seine Moral halt sehr viel besser gewesen. Weil er hat halt einfach gute Moral. Ah. Das ist interessant. Gut, aber das würde ich sagen. Dann machen wir es diese Runde. Es hat schon 20 Minuten. Aber ist erst 20 Minuten, also. Sein Vorteil ist, sind die Katapulte. Ja, ich würde sagen, das machen wir nächste Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei.